Unparteiisch am Ring, zu meiner linken Adrian Seidner, die Kämpfer sind in guten Händen. Zwei Runden sind ausgemachte Distanz, Ladies and Gentlemen, Sie dürfen laut werden für Sead Bakirovic und Mijo Milos. Sehr großer Größenvorteil für Mijo, wie wir gerade gesehen haben auf der Fightcard. Mit knapp 11 cm überragt er seinen Gegner. Ja, wir sehen das hier auch noch mal sehr, sehr deutlich. Also das ist locker eine halbe Kopflänge, um die er Bekirovic da überragt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, here we go. Ringfrei zur ersten Runde, first round. Der wird sich auf jeden Fall zuerst mal mit Mijos Führhand auseinandersetzen müssen. Die war nämlich schon im letzten Kampf, den ich gesehen habe von ihm, sehr effektiv, große Reichweite. Aber Sead scheint hier das nicht sonderlich zu beeindrucken. Er versucht gleich hier die Distanz zu überbrücken, arbeitet mit Low Kicks. Ja, weil Mijos bislang seine Führhand auch überhaupt nicht bringt, nutzt seine Reichweite also auch gar nicht wirklich. Da haben wir mal die erste gesehen, aber lässt Bekirovic hier tatsächlich zu viel Raum. Da immer wieder die Distanz zu überbrücken, schöner Low Kick. Da wieder eine schöne Führhand jetzt mal durchgesteckt. Mijos hat bislang all seine drei Profikämpfe hier bei Wheel of MMA bestritten. Also er kennt die große Bühne, er kennt die großen Hallen, er kennt das Scheinwerferlicht. Für Bekirovic ist das hier das erste Mal. Kann das eine Rolle spielen, Sascha? Du kennst ja nun auch die großen Bühnen dieser Welt. Ja, sehr, sehr sogar. Ich meine, wir haben hier, wie viele Teilnehmer, wie viele Zuschauer wurden hier heute Abend gezählt? Wenn ich es mir umschaue, sind es so mindestens 2000 hier. Ist das doch schon ein relativ großer Druck, den man im Käfig verspürt, wenn man denn mal da drin steht. Es ist immer eine Sache, im Sparring Leistung zu zeigen. Eine andere Sache ist es, hier vor Publikum zu performen. Ja, bislang macht Bekirovic das aber ganz gut. Ja, hat hier bislang die klareren Treffer. Ja, Mijo zieht sich immer wieder in der Doppeldeckung zurück und nimmt auch den Kopf nach unten. Dadurch macht er sich klein und baut Sead auch noch auf. Ermuntert ihn geradezu, nach vorne zu gehen. Sehen da allerdings schon eine kleine Cut-Verletzung bei Bekirovic. Neben dem rechten Auge. Das ist diese lange Führhand von Mijos. Von Mijo, ja. Ich würde mich freuen, wenn er ab und zu diese Vorwärtspreschereien von Sead unterbricht mit Konteraktionen. Aber er zieht sich immer wieder zurück und baut jetzt Sead auf. Es ist schwierig, Mijo K.O. zu schlagen. Da haben wir schon stärkere und größere Gegner gesehen, die das versucht haben. Aber Sead punktet hier natürlich. Er zeigt natürlich Ringdominanz. Und Mijo zuckt gerade so immer wieder zusammen. Er geht da auch viel zu selten zur Seite raus, geht immer rückwärts, lässt sich dann stellen, lässt sich eindecken. Und du hast vollkommen recht, er kann dieses nach vorn stürmen ja total einfach stoppen, indem er einfach nur mal die linke stehen lässt. Da hat er das mal gemacht. Ja, genau, ja. Ja, Sead blutet jetzt schon etwas stärker hier über dem rechten Auge. Ja, diese Cut-Verletzung scheint größer zu werden. Ja, das erkennst du richtig. Und vor allem, das ist auch problematisch, weil es läuft in das Auge hinein. Das beeinträchtigt natürlich auch die Sicht und kann natürlich auch zu schwereren Verletzungen am Augenlicht führen. Ja, jetzt wird auch kurz unterbrochen. Ja, wir haben vor allen Dingen gesehen, dass Mijos sich jetzt hier, dass Bekirovic, Verzeihung, sich jetzt hier auch schon mehrfach ans Auge gefasst hat. Also offensichtlich scheint es ihn auch zu stören. Ja, ärgerlich jetzt hier. Adrian Seidner übrigens auch der Wheel of MMA Champion im Weltergewicht, ist hier gerade als Schiedsrichter zu sehen, macht auch einen guten Job, unterbricht jetzt den Kampf. Das ist wiederum zutragend für Mijo, denn er versucht jetzt gerade ein bisschen Luft zu schnappen, vielleicht sich wieder ein bisschen zu sammeln, hat vielleicht auch jetzt die Möglichkeit, er ist etwas weit weg von seiner Ecke, er ist in der neutralen Ecke nämlich. Kann sich also nicht hier mit seinem Trainerstab beraten. Ja, und was wir jetzt gerade hier sehen, ist, der Cut ist tatsächlich über dem Auge und nicht neben dem Auge. Das ist insofern wichtig, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Sascha, das Blut dann eben ins Auge hineinfließt. Der Cut selbst ist relativ unproblematisch, das sieht schlimmer aus, als es ist, aber fließt das Blut ins Auge, mindert es die Sicht und beeinträchtigt natürlich den Kämpfer. Und dann kann hier ein Kampfabbruch tatsächlich zur Debatte stehen, aber es scheint weiterzugehen hier. Wenn die Zuschauer das auch von zu Hause aus gesehen haben, es ist gerade am Augenhöhlenansatz und etwas weiter darunter. Das ist natürlich schlimm, wenn da ist nämlich, fängt die Papyrushaut an. Das ist die Haut, die quasi das Auge schützt. Und wenn die noch in Mitleidenschaft gezogen wird, die ist sehr, sehr schwer zu reparieren. Ja, für Bekirovic heißt es jetzt natürlich Vorwärtsgang einlegen. Der weiß, dieser Kampf kann jederzeit abgebrochen werden wegen dieses Cuts. Dementsprechend macht er jetzt hier natürlich Tempo. Das ist so ein Ding. Manche Kämpfer müssen sich quasi den Sieg retten, indem sie nach so einer Verletzung einfach schnell wieder in den Kampf zurückfinden und versuchen, den Kampf schnell zu beenden. Denn er liegt hier vorne in meinen Augen, weil er den besseren Treffer setzt. Und, aber ihm könnte der Sieg quasi noch genommen werden, wenn er aufgrund der Verletzung aus dem Kampf rausgezogen wird. Das ist natürlich ärgerlich. Ist da am Mann aber auch viel zu offen, wenn
wenn Miloš hier öfter schlagen würde, mehr schlagen würde, würde er auch mehr treffen. Ja. Denn jedes Mal, wenn er schlägt, trifft er eigentlich auch, nimmt ja aber harte Hände von Bekirović, wackelt. Sucht jetzt den Clinch, geht zu Boden. Also du hast das Kinn von Miloš bereits angesprochen, das er zeigt er hier auf jeden Fall, dass er gute Nehmerfähigkeiten hat. Kann schon viel einstecken, nur ist die Frage, ist das jetzt auf Dauer, ist das jetzt so gut? Das ist die Deckung, Also, liebe Zuschauer, wenn Sie zu Hause das sehen, im Boxen hat man, wenn man die Hände nach oben zieht, hat man immer noch die Schutzfunktion der Handschuhe. Aber hier im MMA ist es so, dass man sich quasi, wenn der Gegner auf seine eigenen Handschuhe, auf die eigenen Handschuhe schlägt, gehen die Schläge trotzdem mit großer Wucht noch durch. Das heißt, die Absorption, aber hier Mio klingelt Seat wiederum an. Ja, jetzt hat Mio etwas über Wasser und schöner Treffer rechts. Und immer noch fast eine Minute hier in dieser ersten Runde zu kämpfen. Der Kampf ist weit davon entschieden zu werden. Jetzt kommt Mio wieder. Ist jetzt zwar hier wieder im Rückwärtsgang, trifft jetzt aber klarer in meinen Augen. Hier die Ecke von Frank Rodriguez, dem Trainer von Mio. Feuert ihn jetzt natürlich auch an. Mio wirkt erschöpft. Seht immer ebenfalls. Ja, aber Bekirović macht das gut, meidet, fängt sich da wieder eine harte Rechte. Wieder eine linke, ja. Gerade als ich sagen will, meidet da die meisten Hände von Miloš, um danach zu kontern, fängt er sich da diese rechte Bombe. Ja, Mio hat die Hände jetzt unten, seine Nehmerqualitäten helfen ihm jetzt hier wiederum. Und Bekirović wackelt, kann Miloš das Ding hier noch beenden in der ersten Runde, das wäre ja ein Ding. 10 Sekunden sind es noch. Upp. Er geht ihm zu geradlinig nach, er schneidet ihm nicht den Weg ab. Ende der ersten Runde. Schwierig, Marc. Wie würdest du die erste Runde gehen? Ja, schwer zu werden, der erste Durchgang. In der Tat, Bekirović mit starkem Start, hat jetzt hier zum Schluss aber wirklich stark harte Treffer nachgelassen, kassiert. Ja, stark nachgelassen. Stark und hat dazu auch noch die Cut-Verletzung. Also die Runde muss man eigentlich schon Miloš geben, der ein bisschen gebraucht hat, bis er in Tritt kommt, aber hier wirklich sehr, sehr gut gefinisht hat. Also das sind diese Treffer hier von Beginn der Runde gewesen. Er macht das wirklich fast so wie seinem letzten Kampf. Seine Deckung gegen die Fäuste sind quasi seine Stirn. Also es gibt sogar manche Leute, die das propagieren, die sagen so, ja, die Stirnplatte, dadurch, dass sie so hart ist, wenn man auf die Stirnplatte eines Gegners schlägt, kann man sich theoretisch auch die Hand verletzen. Ne? Aber es ist einfach ein sehr selbstzerstörerischer, masochistischer Stil. Second Sound, Betreuer aus dem Ring. Aber es kostet einfach Gehirnzellen und es kann einen auch benommen machen. Und es kostet Punkte, das darf man halt auch nicht vergessen, denn es zählt definitiv als Treffer. Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich denke, es wird eine Willensentscheidung jetzt hier Seconds in der zweiten Runde. Und auch eine konditionelle Entscheidung. Ladies and Gentlemen, die Kämpfer sind hart angegangen. Ein bisschen Applaus für die Kämpfer da drin. Bringt sie in die zweite Runde. Der junge, hungrige Seat oder der erfahrene, abgefuchste Mio. Also beide wollen es hier auf jeden Fall. Am Ende zählt, wer hier noch die meisten Körner hat. Schöne Führhand jetzt hier von Bekirović. Seat kommt sehr viel frischer in diese zweite Runde hinein. Aber Mio wartet wohl wahrscheinlich einfach ab. Geht wieder hier sehr geradlinig nach hinten. Das ist immer gefährlich, weil hier wartet ja der Käfig. Ist er im Käfig gestellt, haben wir schon gesehen. Warten Schlagsalben auf ihn. Ja, wobei Miloš jetzt hier immer mehr auch mal zur Seite rauszirkelt. Das hat er in der ersten Runde noch nicht gemacht. Zumindest zu Beginn der ersten Runde nicht. Das ist auch schwierig einzudrillen. Denn seitlich rauszugehen, das setzt schon voraus, dass man in seiner Stresssituation den Überblick bewahrt. Ja, schöner Körpertreffer. Ja, aber tut das hier, geht auch von der Schlaghand weg, wird dementsprechend auch nicht mehr ganz so häufig getroffen. Wie noch im ersten Durchgang, aber da landet Bekirović die ersten wirklich starken Treffer dieser zweiten Runde. Ja, Mio kriegt langsam ein blaues Auge auf der linken Seite, wurde unterhalb. Schöner Aufwärtshaken. Ja, das kann auch mal einen Kampf beenden. Ja. Vom Kämpfer aus Hannover. Mio ist wirklich wie so ein Stehaufmännchen. Kommt nach vorne, kriegt die Schläge, geht zurück. Kommt nach vorne, kriegt die Schläge, geht zurück. Und Seat hat ja fast freies Feuer, das er ablassen kann. Aber Seat streicht sich immer wieder über die Augen, blutet jetzt viel stärker im Gesicht. Na, ich denke, dass hier jetzt gleich auch die nächste Unterbrechung kommen wird. Adrian Zeitner, der Referee, schaut sich das ganz genau an. Oh, schöner Treffer hier. Ja, dieser Cut scheint wirklich zu stören. Immer wieder wischt er sich das Blut da aus dem Gesicht. Ja. Also wenn ich jetzt Miloš wäre, würde ich hauptsächlich mit der linken attackieren, denn auf der Seite scheint Bekirović wirklich nicht mehr viel zu sehen. Seat trifft auch immer wieder hier mit dem Low Kick. Hier aus der Ecke von Mio heißt es, Arme hoch, Arme hoch. Ja, er hat eine viel zu offene Deckung. Ja, und lässt sich da schon wieder stellen. Ja, da lässt er sich stellen, ja. Und Seat
punktet hier natürlich auch. Schön durchgesteckt von Miloš, aber Bekirović landet hier die meisten Treffer. Ja. Knapp 3 Minuten noch in dieser letzten Runde. Kann Miloš diese Runde nochmal umdrehen, wie er es in der ersten getan hat? Ja, wahrscheinlich. Oder lässt er sich jetzt hier auseinandernehmen vom Hannoveraner, von Sead Bekirović? Ja, vielleicht ist das eine ähnliche Strategie, wie jetzt in der ersten Runde den Jungen erst einmal sich verausgaben lassen und dann quasi die Ernte einfahren. Müde schlagen lassen. Oh, aber das ist natürlich Sead, ne, ist schon richtig, richtig mitgenommen. Er ist gerade hier bei uns in der Ecke. Ja, das Gesicht natürlich blutig. Sieht immer martialischer aus, als es ist. Wie gesagt, diese Platzwunden bluten sehr, sehr stark. Mio ist aber auch schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Hat ja viele Treffer genommen. Sehr, sehr körperbetonter Stil. Also absolute Materialschlacht hier dieser beiden Mittelgewichte. Beide hier mit offener Deckung in der Halbdistanz. Oh, schöne Rechte von Mio. Kommt hier durch, aber nimmt wieder einen rechten Low-Kick. Oh, und Sead schlägt immer härter jetzt zu. Oh, schön. Jetzt bewegt sich Mio mit dem Kopf. Konnte da einem linken Haken ausweichen. Sehr K.O. gefährlichen Schlag. Gegen einen Normalausleger. Mio kann kaum noch mehr die Hände halten. Es ist immer wieder diese linke von Bekirović, wieder die rechte von Mio. Sehr schön. Und dieser rechte Aufwärtshaken, den er immer wieder durch diese Doppeldeckung durchschlägt. Eine klassische Doppeldeckung wie im Boxen. Die kann man im MMA einfach nicht bringen. Und das lernt Mio Miloš hier gerade auf die harte Tour. Das gleicht hier viel mehr einem Bare-Knuckle-Fight als einem MMA-Match. Ihr seht ja kein Geklinsche. Beide treten auch relativ wenig. Sehr ab und zu streut er mal einen Low-Kick rein, der natürlich punktet. Ja, und stehen hier wie in der Telefonzelle voreinander und schlagen hier mit offenem Visier aufeinander ein. Also, oh, wieder schöner Aufwärtshaken jetzt hier von Bekirović. Phone-Booth-Boxing sagt man dazu, ne? Also, wer fällt hier um? Fällt überhaupt einer um? Was haben diese beiden denn für Nehmerqualitäten? 40 Sekunden. Oh, das ist immer schade zu sehen, wie die Leute dann danach aussehen. 40 Sekunden, 30 Sekunden jetzt noch. Sead hat hier Oberwasser. Mio zieht sich immer mehr zurück, kommt nur noch lethargisch ab und zu mit Kombinationen nach außen. Nach raus. Was für ein Zombie läuft er hier nach vorne. Ist jetzt im Rückwärtsgang, 14 Sekunden noch. Sead macht hier ein starkes Statement, dass er den Kampf hier gewinnen sollte. Mio kann kaum noch stehen. 5 Sekunden noch. Und das war's. Wow. Was für ein Fight hier zur Eröffnung von Wheel Up MMA 43. Also so kann es gerne weitergehen, Sascha. Sehr krasse Auftaktschlacht. Wow, krass, dass Sead das noch durchgestanden hat, trotz der Verletzung. Hier nochmal Highlights dieses Kampfes. Beide Kämpfer mit enorm viel Kämpferherz. Schaut euch diese Treffer an. Und das gab es ja in Serie hier. Immer wieder diese Rechte von Bekirović. Ja. Schöne Kombination abgeschlossen mit dem Kick. Also Bekirović hier der variablere Kämpfer. Miloš, der mit dem größeren Herz vielleicht noch, obwohl das kann man fast schon gar nicht sagen. Beide hier wirklich großes Kämpferherz gezeigt. Ja, schwierig zu werten, das Duell. Zweite Runde, im Prinzip enge Kiste hatte ich eher bei Bekirović. Erste Runde haben wir gesagt, bei Miloš könnte unentschieden werden. Ja, ich glaube, dass sich die Pechvogelserie jetzt hier fortsetzen wird. Ich glaube eher, dass es ein Unentschieden oder eine Niederlage für Mio wird. Meine Damen und Herren, vor der offiziellen Urteilsverkündung eine Anmerkung in eigener Person für die Leute, die das erste Mal hier sind oder so. Das ist kein Scheiß. Das macht den beiden wirklich Spaß. Ehrlich. Ja, auch wenn es nicht so aussieht. Aber das ist so. Ja. Sead hat auf jeden Fall das stärkere Finish in der zweiten Runde gehabt. Zweiter Punkt. Vor dem offiziellen Urteil, wenn der Kampf gut war, hätte ich ganz gerne eine Respektsbezeugung, und zwar für beide Kämpfer. Und die ist mehr als verdient. Ja, da hat er recht. Ohne Frage, das Publikum quittiert mit Applaus. Respekt vor Mio, dass er sich in diesem Alter einem jungen Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben natürlich eine Punktentscheidung, weil nach 2 Runden lief das Ding ja noch. Wir haben das knappste aller möglichen Urteile.
Ein Judge sagt unentschieden, zwei zeigen in die rote Ecke an Sejan Bekirovic. Also, die Pech-Vogel-Serie geht tatsächlich weiter. Ein Punktrichter hat das Ding unentschieden. Zwei haben Sead Bekirovic vorn, damit mehrheitlicher Sieger nach Punkten. Sead Bekirovic, ja, und Mio Miloš, der fährt mit hängendem Kopf nach Hause. Macht's gut.